Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Overwatch auf Train. Ich glaube, Train hatten wir schon einmal, oder? Im Overwatch. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube. Er steht mit zwei Mates oben. Es ist noch Warm-up, also alles cool. Es ist alles total gediegen. Und so weiter und so fort. Ach so, ja, Warm-up. Dieser verschissene Warm-up-Timer, der spinnt im Warm-up. Da steht, glaube ich, immer diese Minute, die abläuft. Und dann denkt man, es ist live. Dabei ist es immer noch Warm-up. Ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Macht er hier jetzt irgendwas Krasses oder? Okay, ein Headshot, alles klar. Kein Headshot, Er aimt durchgehend nach da hinten, ziemlich steady. Oh, aber. Habt ihr das eben an der Wand gesehen? Die Kugeln gehen alle in einen Punkt. Kein Spread. What? Wartet mal. Das war gerade eben echt sehr gut zu sehen. Die gingen alle hier zack, 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 nur da rein. Möglicherweise haben wir da schon den Aim Assist. Also, was heißt möglicherweise? Ja, guck euch jetzt mal an, wie der runter, wie der zuckelt. Was ist denn da los? Ja. Ich hoffe mal, dass das Spiel gleich richtig anfängt, weil man es in den Runden einfach nochmal ein bisschen besser sieht, wie jetzt hier bei dem Rumgepimmel. Ja. Der Warm-Up-Timer ist, wie gesagt, verbuggt. Vielleicht geht es in 6 Sekunden noch gar nicht los, aber ich hoffe doch, dass es dann losgeht. Komm schon. Sehr gut. Also, er spielt scheinbar Connector, beziehungsweise, okay, geht durch. What the fuck? Die sind zu viert auf B, machen sie das Deck. Aha, okay. Die Tees kommen Richtung A. Trotzdem gehen 3 über B, wahrscheinlich 2 Pop-Dog. Obwohl, die gehen alle 3 auf B, wow. Er erwartet sie schon ziemlich hart. Er sagt sie höchstwahrscheinlich auch an, dass die da rumsteppen. Wir gucken jetzt mal. Ha, ich weiß nicht, aber da jetzt sogar noch ein Warlock mit drin hat. Die zwei hat er doch jetzt schon hart gerochen. Moment mal. Der Kerl da hinten ist gestorben, oder? Der wurde gekillt. Also er hat die angesagt. Ich muss noch kurz gucken. Liegt da? Ja, da liegt die City-Leiche. Also der hat die dabei, wie heißt's, Ivy, auf jeden Fall angecalled. Das heißt, es muss jetzt nicht zwingend ein Warlock sein. Er aimt auch sonst ganz gut ab, würde ich sagen. Da hinten ist einer, da unten ist einer. Aber den hat er doch jetzt... hat er den jetzt nicht... Es ist halt echt krass, wie das Aim hin und her geht. Zack, zack, zack. Ha. Aber wenn man sich jetzt diese Ultra-Pro-Plays anschaut, also ihr wisst, wovon ich spreche, diese nicht nur Global, sondern wirklich die besten Spieler der Welt. Das sieht manchmal vergleichbar aus. Also jetzt so vom Aiming her... ist es wirklich stark ähnlich. So, er kommt. Ja. Naja, aber ich denke trotzdem, dass Aim da auf jeden Fall eine Rolle spielt. Der eine kommt noch hoch und wird wahrscheinlich jetzt von seinem Mate gekillt. 3, 2, 1 und tot. Oder auch nicht. Er jumpt rum, weil das gerade eben ein Bunny hat. Er versucht gerade selbst die Bunny Hops hinzudödeln, manuell. Aber es gelingt ihm. Also der eine sah echt gut aus, ne? Aber die sind manuell, oder? Da ist jetzt kein Skript dahinter. Die macht er einfach durch Timing. Ja, er kriegt's ja gar nicht gebacken. Ich habe letztens auch wieder versucht, Bunny zu hoppen. Einfach irgendwo runter. Und das wollte nicht so ganz. Er leckt irgendwie. Oh, brutal. Er leckt brutal. Wobei eigentlich sein Ping ganz in Ordnung geht. Boah, ich weiß nicht, ich rede mich jetzt hier sogar gerade richtig raus, ne? Ich rede mich hier gerade raus aus diesen Sheets. Was leckt ihr denn da rum? Also, mit Warlock hätte er den da hinten, der direkt hier neben ihm steht. Bestimmt irgendwie... ich weiß nicht. Es war gerade eben schon ein bisschen obvious, dass er sich wieder umdreht und wieder da hochgeht und so. Ich weiß nicht, wo die Bombe down war, aber... Als wenn er den schon gesehen hätte und sich gedacht hat, shit, wie kann ich den jetzt am besten in meinen Bildschirm holen, sodass es aussieht, als das Legend wäre. Ah. Also die Nate ist ja echt jetzt nicht so ultra pornös. Also früh ist ja noch keiner draußen eigentlich. Einer ist Pop-Doc, der kommt gerade oder ist schon unten. Also für mich ist es gerade wirklich sehr schwierig. Ich habe mich gerade voll aus den Cheats rausgeredet. Ich weiß nicht, ob das nicht einfach ein Ultra-Profi ist, der da spielt. Die Flashes sind ja ganz gut. Ein Noob hätte sie einfach mit Linkstick da runtergeschmissen, würde ich mal so behaupten. Ja, es lebt noch einer. Es sind noch zwei. Einer ist noch am Spawn. Hat er den jetzt hier durchgesehen? Ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht, ob sein Aim jetzt angesprungen ist oder ob er den dadurch gesehen hat und dann so, ah, warte mal, da ist ja noch was. Boah, hoffentlich kommt noch irgendwas Obvieses, sonst bin ich mir wirklich gar nicht sicher bei ihm. Ich weiß, er sagt jetzt was, der hat doch Wallhack, Aimbot meine ich, der hat voll die Trigger und Kartoffeln in der Hose, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Also das ist wirklich, es sieht nach einer recht prickelnden Spray-Control aus, oder? Ah, shit, ich glaube, ich muss ihm trotzdem einen Aimer drücken, weil das vorhin so krass war. Das ging vorhin einfach über, über dieses gute Spielen hinaus, oder? Würdet ihr doch sicherlich auch an der Stelle sagen. Oder einfach nicht, shit. Wenn man sich nicht sicher ist, dann soll man ja eigentlich nicht drücken. Nur ist das Schlechte, man ist sich bei einem Zeitpunkt sicher, zu 100%. Und danach dann nicht mehr. Ich hätte dann vorhin, hätte ich da entscheiden müssen, auf jeden Fall Aimbot bzw. Aim-Unterstützung gedrückt. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Mal gucken, wie er ihn jetzt zufällig holt. Ob er da jetzt... Okay. Wisst ihr, ob er sich da jetzt irgendwie hinarbeitet und jetzt hier rein... Ha. Ich komme wirklich vom Wallhack ab. Also vielleicht versteckt er es auch ultra gut und hat mich eben jetzt dran gekriegt. Es ist halt schon mal merkwürdig, jetzt ohne Flachs, dass er überhaupt keine Skins hat. Guck mal, die Mates haben Skins. Na gut, das hat eigentlich nicht viel zu heißen. Aber er hat gar keinen gehabt, oder? Keinen einzigen. Und spielt sehr, sehr gut, also wahrscheinlich schon sehr lange. Da hat man doch eigentlich irgendwas. Also irgendeine Blueskin oder sowas, den man mal gedroppt bekommen hat vom Spiel. Sollte man doch da... Ich will es jetzt natürlich nicht von den Skins abhängig machen, auf gar keinen Fall. Aber es ist nochmal ein Punkt, der das Ganze so komisch obvious macht. Denn der ruckelt am Schluss hin. Wisst ihr was? Ich glaube, ich gebe ihm trotzdem einen Aim-Assist. Auch wenn er jetzt voll rumschreit und sagt, der ist doch eigentlich scheiße gut. Es wackelt immer kurz, oder ist es ein Demo-Fehler? Er macht so dam, dam, dam und duckt sich und geht dann dabei hoch. Ja, komm, bitte. Mach noch irgendwas Krasses. Oder eben diese Runde überhaupt gar nicht krass. Er aimt wirklich sehr niedrig. Ich wollte gerade sagen, er aimt gar nicht mal so schlecht und piekt auch in die Ecken. Sein Crosshair-Placement ist jetzt nicht das Beste. Und für die Kills, die er macht, für diesen Skill, den er angeblich hat, ist das Crosshair-Placement vielleicht gar nicht so on point. Nicht on point genug, um das zu rechtfertigen. Die Flashes und hin und her, naja, das war jetzt ziemlich Pillepalle. Und was war das? Was war das gerade eben? Klar, man kann natürlich einfach den Cheat nicht benutzen. Logisch. Mist, jetzt sind die 7 Runden rum. Das ist die letzte Runde. Das sind immer 7, glaube ich, ja. Kommen wir mal nochmal kurz langsam. Er hat eine AWP, okay. Vielleicht... Na, da ist nichts, da ist nichts. Boah, es ist sau schwierig. Es ist echt ultra schwierig. Ich weiß nicht, ob ich euch dann auch verunsichere durch mein Gelabere oder ob ihr einfach fest dabei sowas bleibt, aber wenn man einfach live dabei ist und sich dieses und das Overwatch praktisch vollführt, dann kommt irgendwann so ein Punkt, wo man sich in irgendwas reinredet. Entweder in den Cheat oder von Cheats weg. Und dann ist es für dich selbst einfach echt schwierig zu sagen, warte mal, bin ich mir da wirklich sicher? Ich gucke mir es einfach nochmal an oder irgendwie sowas. Das ist dann echt schwierig. Es ist halt ein laufender Prozess. Wobei, ich könnte tatsächlich jetzt einfach ausmachen. Ich könnte jetzt Counter-Strike brutal beenden und dann kann ich mir es, glaube ich, nochmal anschauen. Ha. Also es ist noch... Ich glaube, ich drücke ihm gar nichts. Da holt er sich nicht die Waffe. Er hat immer noch die AWP, hat damit aber gar nichts gemacht. Einer kommt jetzt... Ah ne, doch, einer ist immer noch bei Popdog oben. Vielleicht kann er den jetzt wegreißen noch. Die hüpfen rum und tanzen vor sich hin. Ah! Ha! Ja gut. Jetzt war... Und vor allem... Oh mein Gott, wo kommt denn der... Also diese... Der Mate-Headshot und der Feind-Headshot, also mit der AWP, das war doch, war das, da hat er, da ist er doch drauf, oder? Okay, wisst ihr was, ich gebe ihm Grief, weil er einen Teamkill gemacht hat, auch wenn es ein Mate ist, ist mir scheißegal, Teamkill ist Teamkill. Für den Grief wird man jetzt ja nicht für immer irgendwie weggebannt, beziehungsweise ein Grief läuft ja wiederum ab.
Außer er hat schon mehrere Griefs, aber dann ist es wohl auch zurecht, würde ich sagen, wenn er schon den zweiten oder dritten Grief hat. Und ich werde ihm jetzt dann doch einfach noch den Aim reindrücken. Wenn es jetzt nicht stimmt, dann sinkt halt meine Overwatch-Score. Wobei der wirklich ziemlich weit oben ist. Ihr habt letztens im Livestream, habt das glaube ich nochmal gesehen, da haben wir wieder XP bekommen für die guten Piedikchens hier. Ja, das mache ich jetzt doch so. Deshalb ändert mich jetzt wieder umgestimmt. Jetzt, wo ich abgestimmt habe, würde ich sagen, ja, ich war mir gar nicht so sicher. Nee, doch, das passt schon. Ja, Schweinerei. Wirklich eine ganz große Schweinerei mit der Leiter. Nun ja, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.